Freitags ist bekanntlich der beste Tag für ein polnisches Bier. Mit welcher Brauerei und mit welchem Bier ich den Tag begehen werde, das erfahrt ihr in 6 Sekunden. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und vielleicht genauso neugierig seid, welches Bier ich heute am Polish Beer Friday, der Tag der Woche, der ausschließlich reserviert ist für Biere aus meinem Lieblingsbierland Polen, hier mit euch gemeinsam verkosten möchte. Und es geht heute in den Workshop und diejenigen von euch, die vielleicht gute Augen haben oder das Etikett kennen oder erahnen können, worum es da geht, es ist Browar Magic Road, eine der aufstrebendsten Brauereien, die Polen im Augenblick zu bieten hat. Und wenn ihr mal auf dem Kanal schaut, ich habe ein nettes Interview mit denen letztes Jahr gemacht am Breslauer Bierfestival und ein bisschen versucht herauszufinden, was ist denn eigentlich der Erfolg von dieser Brauerei, warum gehen die so raketenmäßig ab, und wenn ihr das wollt, schaut euch das mal an, ist sicher ganz spannend, sucht einfach nach Browar Magic Road und dann findet ihr das schon hier auf dem Kanal. Das heutige Bier ist ein New England IPA und das ist jetzt für Browar Magic Road jetzt nicht so was ganz Außergewöhnliches. New England IPAs sind dann an der Stelle in Polen doch sehr verbreitet und das ist ja auch der Grund, warum ich sie so liebe, weil das definitiv ein Bierstil ist, der mir sehr gut schmeckt. Aber das Spannende ist, wo habe ich dieses Bier her? Es kommt nämlich Trommelwirbel aus dem Lidl. Und damit hätte das Bier natürlich auch einen Platz am Supermarkt Samstag haben können. Aber ich habe es mir natürlich für heute aufgespart begehe lieber den Polish Beer Friday mit euch. Aber ihr seht, Biervielfalt beim Lidl in Polen ist schon richtig heftig. Es ist jetzt von der Anlage des New England IPAs vielleicht ein bisschen weniger als das, was ihr erwartet. Es hat 4,9 Volumenprozent. Das ist ein bisschen auf der Schmalspurseite. Und auch bei den verwendeten Hopfensorten ist man ein bisschen auf die Bremse getreten. Es ist nämlich Single Hop Citra. Hat 14 Grad Plato, aber satte 50 Milliliter hier in der Flasche. Und ist gemacht mit Gerstenmalz, Weizenflocken, Haferflocken und Maltodextrin. Und Sachen, die wir möglicherweise nicht bei uns im Bier finden, zumindest das Maltodextrin. Dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was hier angerichtet ist. Und vor allen Dingen, wie sehr wir hier in die New England-Richtung gehen. Und was wir zumindest ja immer erwarten, wenn der Begriff New England fällt, wobei das jetzt nur die halbe Wahrheit natürlich ist, ist eine gleichmäßige Trübung und die haben wir hier definitiv. Aber, und jetzt kommt das Aber, es ist dann doch eine vergleichsweise hellgelbe, blasse Farbe mit einem mittelporigen Schaum oben drauf, der so, was hat er denn, so anderthalb Finger breit, aber hängt sehr schön am Glas, muss man einfach sagen. Wunderbar. Über Kohlensäure, bis auf dass er da oben einen Schaumdeckel bildet, kann ich euch nicht viel sagen, weil es ist wirklich schön milchig trüb. Ach ja. Also, wenn jetzt ein Bier Citra Single Hopped ist, dann Überraschung, haben wir schon ein bisschen Zitronen in der Nase. Es ist jetzt auch nicht so übertrieben heftig. Es hat eine gewisse Süße, aber es ist außer der Zitrone, finde ich, noch ein bisschen so ein leichter tropischer Fruchtkorb mit dabei. Und das überrascht dann doch. Oh, ich glaube, das ist richtig gut. Sehr zum Wohl. Cheers. Also, erster Eindruck, ja, das ist schon ein bisschen leichter. Also, das ist jetzt kein so ein Brecher, will aber natürlich ein New England IPA auch gar nicht sein. Es ist jetzt auch nicht so diese Fruchtbombe, muss es ja auch nicht sein, gibt ja niemand, der das vorschreibt. Was auf jeden Fall auffällt, ist, dass es super, super weich im Mund ist. Also, es kommt jetzt nicht so sehr vollmundig daher, aber es hat eine unfassbare Weichheit im Mund. Schön zitrusfruchtig, eine eher dezentere, bittere, würde man da sagen, da liegen wir wahrscheinlich so irgendwo bei 20, 25, so in dem Bereich. Also das ist jetzt sicher sehr stiltypisch für New England. Was aber auffällt, ist, es ist auffällig und angenehm getreidig und hat dadurch so ein bisschen die Tendenz eigentlich, eine gewisse Vollmundigkeit zu entwickeln, aber es ist dann am Ende des Tages eher so im mittleren Bereich angesiedelt. Bisschen tropischer Obstsalat mit dabei, eine schön präsente Süße,
Und ja, es ist so, wie ich es tatsächlich vermutet habe. Es fehlt so ein bisschen an Substanz, wo man sagt, ah ja, natürlich, das ist das, für das ich die New England Biere so sehr mag. Es ist ein bisschen dünnerer, aber auf der anderen Seite natürlich dann auch eins, was dann vielleicht auch mal zu einer Gelegenheit passt, wo es dann eben nicht so richtig mastig und kräftig sein muss. Vom Körper her, ich würde mal sagen, noch ein schlanker Körper, Tendenz nach oben. Bisschen zurückhaltendere Kohlensäure, jetzt auch nicht so super spritzig, aber auch das, finde ich, passt dann so ins Gesamtbild ein bisschen rein. Sehr süffig, leicht cremig von der Textur her und hinten raus ist es leicht, es wird ein bisschen dünner und das Fruchtige bleibt und es kommt ein schöner, kräutriger Hopfen nochmal rein, wo ich sage, den hätte ich gerne in einem anderen Bier. Da muss ich sagen, muss kräutriger Hopfen dann eher nicht so sehr sein. Aber das Bier heißt auch Workshop, was ja übersetzt Werkstatt auch bedeuten kann. Und vielleicht arbeitet man hier gerade an einem ausgefeilteren Konzept. Ich weiß es nicht. Und deshalb gibt es für das Workshop von Browar Magic Road aus dem Lidl in Polen von ProbierTV gibt es dafür 3,5 Punkte für das New England IPA von Magic Road namens Workshop. Dann soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Die beste Gelegenheit dazu ist mit einem Abo da unten einfach klicken. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.